Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Bilderbuch Die Biene, die sprechen konnte, die wunderbare Welt von Belle und der Biene vorstellen. Autor ist Elmik Krüsch und das Bilderbuch ist 2014 im Zürcher Aurel Füssli Verlag erschienen. Die Illustrationen stammen von Rebecca Gibbon. Wir sehen hier vorne das Cover. Das ist eine Hardcover-Ausstattung, 32 Seiten hat das Bilderbuch. So sieht die Rückseite aus. Kurzum, was geht es hier? Es geht um Belle und um die Biene, wie schon der Titel erzählt. Und wir schauen mal hinein. Belle ist eine, lebt in Paris, ist ein französisches Stadtmädchen und jeden Sommer fährt es mit ihren Eltern zu ihren Großeltern aufs Land und da bekommt sie so als Sommergeschenk ein bestimmtes Geschenk von ihrem Opa und dieses Jahr ist es ein Fahrrad von ihrer Mutter. Hier sieht man das Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad macht Belle einen Ausflug aufs Land. Typisch als Stadtmädchen ist, dass sie sich verfährt und dann nicht aufpasst und noch einen Sturz vollbringt und sich die Knie aufschürft. Und in diesem Moment kommt eine Biene angeflogen und fragt, wie sie heißt und was passiert ist und Belle erzählt ihr alles und dann zeigt die Biene ihr die Welt und das ist, die Biene öffnet für Belle die Tür zur Natur. Belle erlebt einen wunderbaren Sommer und da sind auch ganz so Kleinigkeiten dabei, die hier erzählt werden, zum Beispiel welche Pflanze bei einem Sturz hilft, die Arnika und ja, so ist die Geschichte von diesem Buch. Es ist ein wirklich ausgesprochen sehr charmantes, zauberhaftes Bilderbuch. Eine Geschichte zum Träumen, die aber gleichzeitig so realistisch und so ansprechend ist. Wunderbar erzählt. Es ist nicht langweilig, es macht einfach Spaß, sie zu lesen oder vorzulesen. Ebenso französisch charmant leicht sind die Illustrationen, also genauso wie man sich vielleicht einen französischen Sommer vorstellt, wie man sich ein französisches Mädchen vorstellen würde. Und sieht man ja schon dann so ein bisschen in den Illustrationen, werden auch immer wieder mal neue Elemente in der Illustration eingeführt, also hier diese Fokussierung auf einzelne Teile, was wichtig sind für Belle. Denn Belle ist sehr genau in ihrer Beobachtung. Sie hat immer ihr Buch dabei und ihre Bleistifte, die Spitzen. Es ist so ein bisschen retro-like, das Bildbuch. Also man sieht es hier an diesen Illustrationen. Das Belle mit ihrem Zopf, das erinnert so ein bisschen an die 50er Jahre. Aber es kommt trotzdem frisch und fröhlich herüber. Man spürt eben richtig den Sommer. Und ich lese mal kurz vor, und zwar am Anfang der Geschichte, damit Sie einen Eindruck bekommen von dem Erzählstil. Es war einmal ein Mädchen namens Belle. Das lebte in der großen Stadt Paris in der Nähe der Rue Saint-Rustique im 18. Arrondissement. Belle liebte die Stadt und die Stadt liebte sie. Sie kannte ihre Straßen und Gässchen, ihre Rhythmen, Geräusche, Farben und Menschen in- und auswendig. Sie wusste, dass Monsieur Talgar seine Bäckerei jeden Morgen um 7 Uhr öffnete, Madame Babineau ihren Sonnenblumen um 8 Uhr Wasser gab und die Glocken von Sacré-Cœur eine volle Minute nach allen anderen Kirchenglocken 9 Uhr schlugen. Doch so sehr Belle die Stadt liebte und die Stadt sie liebte, war ein kleiner Teil ihres Herzens an einem ganz anderen Ort. Jedes Jahr um diese Zeit, wenn die Tage länger, das Wetter wärmer und eiskalte Limonade immer wichtiger wurden, da machten Belle und ihre Eltern eine ganz besondere Reise. Also man merkt schon an diesem
Stil, das ist diese französische Leichtigkeit, die man auch in den französischen Filmen, dass sie hier so Einzug gehalten hat in diesem Bilderbuch. Es wird eine Geschichte erzählt und in der Geschichte sind eben, wie gesagt, ganz viele Entdeckungen in der Natur verpackt und sie machen Lust für die Kinder, nicht nur dieses Buch anzuschauen, sondern auch mal rauszugehen und auch sich auf der Suche nach der Biene, nach der sprechenden Biene zu machen, beziehungsweise eben auf der Suche, die Natur zu entdecken. Deswegen 5 von 5 Sternen für dieses wunderbare Bilderbuch kann ich absolut von Herzen empfehlen. Und die ganze Rezension lesen Sie bei mir im Blog auf kinderbibliothekblogspot.com. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Kinderbuch oder mit irgendeinem anderen Kinderbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Böhnisch.